zwei Dinge. Einmal ein großes Nein. Ein großes Nein dazu, wie wir heutzutage wirtschaften, was zu Lasten von ganz vielen Menschen geht, insbesondere marginalisierten Gruppen, aber auch insbesondere von Frauen. Nein dazu, wie wir heutzutage unsere Umwelt behandeln. Da kann man als Stichwort den Klimawandel hinzuziehen, aber auch den Verlust von Biodiversität, der in großen Schritten voranschreitet. Und auch ein Nein dazu zu anderer gesellschaftlicher Ausgrenzung, wie wir jetzt zum Beispiel mit den Geflüchteten sehen. Genau, und dieses Nein möchte ich nicht nur in mir tragen, sondern auch irgendwie nach außen tragen und mit Menschen teilen und darüber reden und vielleicht sich auf ein gemeinsames Nein verständigen, um dann im zweiten Schritt zu einem gemeinsamen Ja überzugehen. Das heißt, die Alternativen, die es gibt, sichtbar zu machen, die Alternativen, die jetzt schon funktionieren und nicht gesehen werden, leben und sich darauf verständigen, wie wir denn eigentlich zusammenleben wollen und was für eine Wirtschaft dazu gehört.